Höchstleistungen der Cottbusser Turner. Am vergangenen Wochenende startete in Cottbus das 34. internationale Nachwuchsturnier, die EG Wohnen Juniors Trophy. Hier konnten sich nicht nur die deutschen Sportler untereinander messen, sondern auch unter Beweis stellen, wie konkurrenzfähig sie international sind. Neben zahlreichen Sportlern aus Cottbus war auch der junge Turner Nikita Prohorov aus Bochum vertreten. Er holte den zweiten Platz an den Ringen. Seit seinem vierten Lebensjahr trainiert er für seine Leidenschaft. Auch im Hinblick auf dieses Event wurde viel geübt. Wir trainieren schon sehr lange, also vielleicht ein halbes Jahr, so diese Übung perfekt zu turnen. Das hat jetzt auch geklappt und da bin ich sehr froh drüber. Mein Lieblingsgerät ist Pferd und da bin ich eigentlich auch sehr gut drin. Gleich ist auch Barrenfinale. Ich hoffe, dass ich auch dort was hole und ich gebe Vollgas. Die Gastgeber gingen am Ende aber auch nicht leer aus. Der Cottbusser Turner Willi Binder holte am Reck und am Barren Silber. Beim Bodenturnen wurde er zudem Erster. Erfolge, über die sich natürlich auch der Präsident des SC Cottbus Turnen freut. Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man auch mal seine eigenen Leute auszeichnen kann. Natürlich selbstverständlich bei 14 Nationen und 130 Sportlern, die können natürlich auch alle turnen. Und da ist natürlich zu erwarten, dass der eine oder andere dann auch auf dem Podest steht. Eine Menge Turner sind also am Wochenende an den Start gegangen. Dabei haben vor allem die Gäste aus Großbritannien in vielen Disziplinen dominiert. Einige dieser Sportler werden wir auch im nächsten Jahr wiedersehen. Manche vielleicht sogar auf der ganz großen Wettkampfbühne. Bei der EG Wohnen Juniors Trophy sammelten schon viele spätere Spitzenturner erste internationale Wettkampferfahrungen.